Hallo Leute, ich freue mich ganz arg, heute bei euch zu sein und euch ein Wort zu bringen. Ich selber heiße Stefan Lepp, bin der theologische Leiter der Mühle Weingarten, Zentrum für Gebet und Jüngerschaft und war vor einigen Jahren schon hier zur Holy Spirit Night zum Predigen und immer mal wieder zu Gast. Bin sehr verbunden mit euch und freue mich, heute hier sprechen zu können. Natürlich ist es heute eine ganz besondere Situation, denn ich predige hier vor einem leeren Saal. Aber ich spreche euch an, da wo du jetzt bist, zu Hause, vor dem Bildschirm und guckst dir diese Botschaft an. Vielleicht ist genau das die Chance dieser Botschaft, weil sie spricht in dein Leben hinein, in dein Alltag, da wo du zu Hause bist. Und ich möchte, dich Mut, möchte dir Mut machen, dass du diese Botschaft auch in deinem Herzen empfängst als etwas, was Gott dir heute sagen möchte. Und zwar genau in dein Leben hinein. Das Thema dieses, dieser Predigt lautet die Demut des Dienens. Und der Text, der dem Thema zugrunde liegt, steht heute im Markus Kapitel 10, Vers 35 bis 45. Wenn du also eine Bibel zur Hand hast, dann nimm die schon mal zur Hand und schlag das Markus-Evangelium auf. Aber ich möchte nochmal anfangen beten und möchte hineinsprechen und möchte dir Mut machen, dass du mitbetest, dass diese Botschaft direkt von Gott in dein Herz dringt. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, du bist das Leben und du hast deinen Sohn gesandt, um uns zu dienen, bevor wir je einen... Irgendwas getan haben für dich, hast du uns gedient. Gottesdienst heißt, du dienst uns. Und so auch an diesem Morgen. Und ich bitte dich, Herr, dass du redest in jedes einzelne Herz, der diese Worte hört und dein Wort aufnimmt. Wir wollen hören und wir wollen verstehen und wir wollen es leben. So gib du Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Amen. Als vor knapp zehn Jahren mein Leben plötzlich völlig zusammenbrach und über Nacht alles in Scherben lag, flog ich, flog ich für vier Monate nach Toronto zu einem Freund. Zuvor, bevor all das passierte, betete ich ein Gebet und das lautete folgendermaßen, Herr, wenn du möchtest, dass ich in Demut wachse, dann darfst du mich gerne demütigen. Freunde, kaum ein Gebet, das Gott so schnell erhört hat in meinem Leben wie genau dieses. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, dass ich dieses Gebet gebetet habe, aber das hat er ganz schnell erhört. Bis dahin diente ich zehn Jahre lang einer Jugendgeneration. Ich startete Jugendkonferenzen. Ich gründete eine Jüngerschaftsschule, veranstaltete missionarische Einsätze im In- und Ausland und man lud mich zu großen Veranstaltungen und Konferenzen als Gastredner ein zum Sprechen. Und ich gab alles, um im deutschsprachigen Raum gläubigen wie nichtgläubigen Menschen zu dienen. Doch weißt du, selbst in der frömmsten Arbeit kannst du deinen Dienst mit Stolz und versteckter Überheblichkeit verrichten und es nicht einmal merken. Jesus hat ganze Arbeit geleistet, als er damals dabei war, meine Demütigkeitsbitte zu erhören. Nun fand ich mich plötzlich im Adam House wieder. Das Adam House ist ein kleines Flüchtlingsheim in Toronto, in dem ich Nightmanager war, so was wie Nachtpförtner, und da aushalf. Ich war dafür zuständig, das Telefon abzunehmen, Essen für die Flüchtlinge zu kochen und Jagd auf Mäuse und Kakerlaken zu machen. Einmal hatten wir auch Bettläuse, Freunde, ganz fiese Kreaturen in Gottes Schöpfungssammlung. Da waren keine tausend junge Menschen, die mir an den Lippen hingen, keine Einladung in wichtige Gremien und kein Schulterklopfen mehr. Nur noch schmatzende und schnarchende Bundhäute, deren Sprache ich nicht verstand. Lediglich die Bettläuse waren meine geduldige Zuhörerschaft, vorausgesetzt, sie verstanden Englisch und waren nicht aus Afrika emigriert worden. Wie auch immer. Ich denke, Mose muss sich auch so gefühlt haben, nachdem er die glorreichen 40 Jahre als Prinz von Ägypten in der High Society des Nil-Deltas erlebte und residierte. Nun plötzlich als Hirte einer Ansammlung mähender Kreaturen hinterher dackelte. Vor ihm lagen jetzt 40 Jahre Wüste. Eine Wüste voll überwältigender Eintönigkeit. Und das alles mit einem einzigen Ziel. Welches die Bibel mit folgendem Satz zusammenfasste, nämlich Mose war der demütigste Mensch auf Erden. Als er Demut gelernt hatte, war sein Ausbildungsprogramm für Volksrettung abgeschlossen und bestanden. Aber es dauerte 40 Jahre Wüste. Denn dein Dienst in Gottes Reich kann noch so engagiert und talentiert sein, im Stolz ausgeübt, vernichtet er jeglichen Himmel, Himmel, Himmelsgewinn und jede Erdenwirksamkeit. Vielleicht benötigen einige hier erstmal noch einige Jahre Wüste für ihr Leben und das Geheimnis, um das Geheimnis der Vollmacht zu finden. Aber lasst uns mal in den Text hineinschauen, der für heute dran ist. Und wenn du jetzt eine Bibel dabei hast, dann schlag mit mir auf Markus Kapitel 10, Abvers 35. Ich lese Abvers 35. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr denn? dass ich euch tun soll. Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ja, Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner rechten und zu meiner linken zu verleihen steht mir nicht zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die Zehen es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jakobus und Johannes, zwei von zwölf Schülern unseres Herrn, zu lernen hatten diese zwei Brüder einiges. Auch wenn wir einen Johannes als den Apostel der Liebe kennen und der Sanftmut, welche an der Brust Jesu lag, so waren sie charakterlich doch eher choleriker. Donnersöhne nannte Jesus sie einmal, als sie in ihrem Übereifer auf ein Dorf Feuer regnen lassen wollten, weil die Bewohner nicht gleich mit einer Willkommensparty auf sie warteten. Die Söhne des Zebedeus kamen aus besser gestelltem Hause, was besseres wie die Zöllner, Zeloten und ziellosen Typen, die sich auch sonst noch so im Jüngerkreis aufhielten. Sie waren intelligent, dachten voraus und planten schon mal ihre Zukunft bis in die Ewigkeit. Sie waren fromm, suchten die Wahrheit und wollten Gottes Herrlichkeit. Sie waren zu zweit, gleiche Gene, konnten sich absprechen und am gleichen Strang ziehen. Vor allem aber war die Mama von Jesus ihre Tante gewesen. Vielleicht habt ihr das noch gar nicht gewusst. So tun sie, was wir alle tun. Wir spielen unsere Vorteile aus. Unsere Beziehungen, Kontakte, unsere Cleverness samt unserer guten Motive spielen wir aus. Und dem ist auch gar nichts entgegenzusetzen oder auszusetzen. Im Gegenteil, die beiden agieren statt darauf zu warten, bis irgendetwas passiert. Sie tun etwas, sie handeln und gehen zu Jesus und sagen: Meister, wir wünschen uns. Und Jesus fragt: Was wünscht ihr euch? Weißt du, bei Jesus darfst du deine Wünsche äußern. Er nimmt deine Wünsche ernst, er nimmt dich ernst. Interessant nur, dass sie von Jesus einen Blankoscheck erbeten, indem sie zunächst geheim halten, was sie eigentlich wollen. Mache ich bei meinen Schülern in unserer Jüngerschaftsschule manchmal auch so. Wir haben ja eine kleine Jüngerschaftsschule, so ein halbes Jahr in der Mühle. Und dann frage ich manchmal Schüler, willst du mir etwas Gutes tun, ohne zu sagen, was ich eigentlich will? So tun es diese zwei auch bei Jesus. Erlaube uns rechts und links von dir im Himmelreich zu sitzen, sagen sie dann. Dann habe ich mich gefragt, woher wissen die zwei eigentlich, dass man im Himmel sitzt, wenn sie sagen, wir wollen rechts und links von dir sitzen. Also, woher wissen die, dass man da sitzt? Aber dies ist das Streben der Menschen nach Positionen. Darum haben wir ja so viele wichtige Sitzungen. Gemeinderatssitzungen, Vorstandssitzungen, Mitgliedersitzungen, Ehrensitzungen. Der Mensch strebt nach Position. Deswegen will er überall sitzen nur das bedienungspersonal die diener und knechte die stehen nämlich beziehungsweise müssen ihre füße unter die arme nehmen und laufen um den hohen herren zu dienen merkt ihr auf was jesus hier am ende dieses textes anspielt als er ganz am ende sagt wer unter euch groß sein will der sei euer diener und wer von euch der erste sein will sei aller knecht jesus Erwidert, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Da haben sie wohl zu hoch gegriffen, denn wer auf gleicher Stufe mit Jesus sich einordnen möchte, wird auch gleiches Leben unterdulden müssen. Denn alles hat seinen Preis. Der Vater erhöht den Sohn, weil der Sohn den Vater durch Gehorsam ehrt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Aber habt ihr als Kinder noch Lebertran trinken müssen? Das schmeckt furchtbar, schrecklich. Doch was Jesus trank, war viel schlimmer. Er trank den Kelch des Gerichtes, in dem alle Schuld und Verdammnis der Welt enthalten war. Und er trank ihn bis auf den letzten Schluck. Er wurde untergetaucht mit der Taufe. Die bis ins tiefste Totenreich hinunterging. Hier wird schon deutlich: wer im Ho Himmel hoch hinaus will, muss auf Erden tief hinunter. Und in der Theorie sind wir schnell dabei zu sagen, wie die zwei auch: Ja, wir können es. Hier Jakobus und Johannes, so antworten sie: Klar, das machen wir. Doch war ihnen klar, was das Schli schlussendlich zur Folge hatte? Jakobus wurde ermordet johannes zu einigen verhaftungen und gerichtsverhandlungen kam schließlich die lange verbannung auf der insel patmos. es ist aller ehre wert, dass da zwei nach gottes herrlichkeit streben und noch ehrenwerter, dass sie bereit sind dafür ihren preis zu zahlen. doch liegt es nicht einmal an jesus, die platzkarten für den himmel zu verteilen das obliegt allein dem vater im himmel. fakt ist platzreservierung kostet aufpreis. aber nicht wie ihr das denkt mit geld und leistung als ob unsere spendensumme im opferbeutel schlussendlich ein upgrade in der bis in die business class des himmels erwirken könnte. natürlich nicht. nein. aber einer zahlte. jesus bezahlte jeden einzelnen platz des himmels in seiner Herrlichkeit mit dem Kreuz. Mit seinem Tod am Kreuz hat er alle Platzkarten bezahlt für dich. Jesus erklärt nun, um was es geht. Das Vorgespräch ist zu Ende. Die Jünger Meute hat Wind bekommen. Und weil sie genauso positionsversessen waren, kommt es zum Streit. Da lobe ich mir meine Mama, die als mein Glaubensvorbild immer sagte: Hauptsache, ich schlupf noch durch. Ich freue mich, wenn ich auf der Ersatzbank sitzen darf im Himmel. Das reicht mir aus. Kein Gerangel, kein Gestreite, wer darf ganz oben sitzen, wer darf ganz vorne sitzen, wer darf rechts und links von Jesus sitzen. Meine Mama: Hauptsache, ich komme durch. Hauptsache, ich bin dabei. Jesus nimmt seine Jünger mit Kindergattenniveau zur Seite und erklärt, die Herrscher dieser Welt, Welt unterdrücken und die Großen üben Gewalt aus. Bevor Jesus uns lehren möchte, wie die Prinzipien im Reich Gottes funktionieren, zeigt er das Prinzip der Welt und des Reiches dieser Welt auf. Und das ist uns vertraut, denn das steckt in unseren Knochen drin, damit sind wir groß geworden. Das haben wir mit der Muttermilch aufgesogen. Hier ertappen wir uns. Denn jeder Streit über Positionen ist die Auswirkung des Großseinwollens. Was nun kommt, nenne ich ein geistliches Prinzip. Und als solches gilt es für alle Menschen zu allen Zeiten auf der ganzen Welt. Ein geistliches Prinzip ist unabhängig von Kultur und Zeit. Es wirkt immer. Diese also sind elementar für jedes Kind Gottes. Wenn du dir etwas aufschreiben möchtest, dann die geistlichen Konzepte, so auch hier. Und dieses geistliche Prinzip steht im Vers 43. Und da heißt es, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Darum gebe ich euch drei Dinge zu diesem Text mit. Erstens, Konzept des Herrschens im Reich Gottes. Konzept des Herrschens im Reich Gottes. Vielleicht ist euch schon öfters aufgefallen, dass die Himmelsprinzipien immer gegensätzlich zu den Weltprinzipien stehen. Zum Beispiel, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm die linke auch hin. Oder der erste wird der letzte sein. Völlig anders wie in dieser Welt, völlig umgedreht, umgekehrt. Willst du groß werden, sei ein Diener. Willst du der erste werden, sei aller Knecht, sagt Jesus hier. Das ist ein Konzept. Das ist ein Prinzip. Was tut eigentlich ein Diener? Ein Diener investiert in einen anderen. Ein Herrscher lässt andere in sich investieren. Bist du bereit zu dienen, dann investiere deine Zeit und deine Kraft, dein Geld, deine Fähigkeiten, deine Gelegenheiten in einen anderen Menschen. So dienst du dieser Welt. Willst du himmlisch dienen, dann tu genau das, aber tu es in Liebe. Dienen heißt Investition in einen Menschen. Himmlisch dienen heißt diese Investition mit Liebe zu tun. Und zwar mit der Liebe Gottes. Zweitens, Jesus, der Gottesknecht. Jesus, der Gottesknecht. Letztes Jahr starb ja Karl Lagerfeld, die große Modeikone. Bist du ein Nachfolger von Karl Lagerfeld? Wird man das an deinem Kleiderstil und an deinem Parfüm merken? Darf ich dich fragen, erkennen deine Nachbarn Jesus Christus an dir? Wenn du Jesus nachfolgst, ist das erkennbar an deinem Leben? Jesus investiert sein Leben in eine Menschheit, die ihn verachtet, verlacht, schließlich foltert und ermordet. Und so heißt es denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen um sich dienen zu lassen sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele so der letzte Vers hier. Dabei wurde er Knecht aller und der demütigste Diener auf erden denn er tat es aus liebe auch zu dir. Jesus Ließ sich freiwillig demütigen. Wie? Nun ganz einfach. Dazu darfst du dir mal Philippa 2 zur Hand nehmen und lesen. Da heißt es in diesem großen Christus Hymnus. Als er in der Gestalt Gottes war, hielt er es nicht fest, wie einen Raubgott gleich zu sein. Natürlich hat die Gottheit nicht geraubt, er war ja Gott. Es war kein Raub, Gott gleich zu sein, er war es, sondern er entäußerte sich, er legte seine Gottheit ab und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Zeichenhaft tut Jesus das später noch einmal. Und zwar genau da an diesem Abend, als er die Jünger zur Seite nimmt im Sederabend des Passafestes und ihnen die Füße wäscht. Das war der Tag vor der Hinrichtung. Dann nahm er das Obergewand ab und band sich die Schürze um. Das ist ein Bild genau für das, was im Philippa 2 steht. Er legte seine Ehre als Gottessohn ab, kommt auf die Erde, beugt sich vor den Jüngern nieder und dient mit der Schürze des Dieners seinen eigenen Schülern. Das ist genau bildhaft, was Gott tat. Er legt das Gewand ab, die Ehre des Gottessohnes und nimmt die Schürze des Dieners und bindet sich um, um uns zu dienen. Freunde, das ist eigentlich unfassbar. Der Schöpfer des Universums kniet vor dir am Boden, um dir die Füße zu waschen. Kannst du dir das vorstellen? Dafür fehlen mir die Worte. Diese Spannung müssen wir einfach aushalten. Diesen Schmerz und diese Scham müssen wir aushalten. Wenn wir erleben dürfen, dass der Allmächtige sich vor mir niederbeugt, um mir zu dienen. Wenn wir teilhaben wollen an ihm, müssen wir genau das zulassen, dass Gott uns dient. Petrus wollte es erst nicht, doch Jesus sagt, wenn ich nicht das tue, hast du keinen Teil an mir. Das ist der Gottesknecht, von dem Jesaja permanent spricht. Es ist der Knecht der selbst vom Himmel gekommen ist. Dieser Gottesknecht ist Jesus Christus. In Jesus wird eins klar, Demut ist ein Charakterzug des allmächtigen Gottes. Die Bibel sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Warum widersteht Gott eigentlich dem stolzen Menschen? Nun, ich will es euch sagen ganz einfach. Weil Gott sich im stolzen Menschen nicht wiederfinden kann. Im Demütigen hingegen spiegelt sich Gottes Wesen wieder. Sieht Gott einen demütigen Menschen, dann sieht er sich in ihm. Aber in einem stolzen kann er sich nicht wiederfinden. Übrigens, beginnst du dein Leben aus bedingungsloser Liebe zu investieren, also dienst du in Demut, wirst du gefährlich für den Satan. Warum denn das? Weißt du, auch der Satan will sich im Menschen widerspiegeln. Er will sich auch im Menschen sehen können. Er liebt sich anzuschauen. Und das kann er nur, wenn Stolz das menschliche Herz erfüllt. Denn im stolzen Menschen kann sich Satan sehen. Darum sagt Gott ganz klar, er widersteht den Hochmütigen, aber gibt Gnade den Demütigen. Eine dritte Geschichte, und die nenne ich das Geheimnis Demütigen Dienens. Demütiges Dienen ist frei vom Applaus anderer fordert keinen Lohn, strebt nicht nach Position, demütiges Dienen geschieht wo möglich im völligen Verborgen sein. Denn der Einzige, der es sehen soll, ist der Vater im Himmel, welcher ins Verborgene sieht. So sagt es Jesus in der Bergpredigt zum Beispiel über das Beten oder übers Fasten und über das Opfergeben. Wer es öffentlich tut, hat seinen Lohn schon erhalten. Wer es im Verborgenen tut, bekommt seinen Lohn vom Vater, weil er ins Verborgene sieht. Wie oft sagt Jesus nach einer Heilung, der Geheilte soll seinen Mund halten? Habt ihr euch schon mal überlegt, warum Jesus das sagt? Na, weil Jesus nicht gekommen ist, um in erster Linie uns Menschen zu dienen, sondern seinem Vater im Himmel zu dienen. Darum geht es gar nicht in erster Linie um uns Menschen, sondern um den Vater. Und er weiß, Jesus weiß, der Lohn liegt beim Vater. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Heißt es hier im Text. Darum hat ihn Gott der Vater über alle Maßen erhöht. Oder im Johannes 12, Vers 26. Wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Im demütigen Dienen werden wir Gott ähnlich und reflektieren sein Wesen in die Welt. Demütiges Dienen ist ein Stück Himmelskultur. Und dabei ist Demut immer ein mutiges und charakterstarkes Dienen und weiß, dass der Lohn vom Vater kommt und nicht von Menschen. Darum lohnt es sich, dass wir unser Leben investieren in andere, ohne dass wir groß rauskommen in dieser Welt. Denn der Vater, der ins Verborgene sieht, der lohnt es uns. Darauf liegt Segen und tiefe, erfüllende Freude. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Wisst ihr? Da war ich mit Ärzte-Teams Ärzte unterwegs in vielen Ländern dieser Welt und habe Menschen gedient in Plätzen, wo keiner hinkommt, in Katastrophengebiete, in Kriegsgebieten, in Flüchtlingslagern und in Gefängnissen dieser Welt. Und immer wieder habe ich meine größte Freude genau dort erlebt, wo ich Menschen dienen durfte wo es kein anderer groß gesehen hat, außer Gott der Vater. So war ich in Mosambik. Wir waren in einem Gefängnis unterwegs. Und diese Zustände in diesen Gefängnissen in Afrika sind katastrophal. Nicht wenige Gefängnisse, die wir erlebt haben, da lebt ein Gefangener in einem Gefängnis, wo du auf ein Quadratmeter, also ein Meter auf einen Meter, zu Tritt die ganze Nacht verbringen musst. Drei Gefangene auf einen Quadratmeter. In so einem Gefängnis waren wir. Die hygienischen Verhältnisse waren katastrophal. Die Kleider, die die Menschen trugen, waren nicht mehr als Kleider zu erkennen, sondern nur noch als Fetzen. T-Shirts, die mehr Löcher hatten als Stoff. Da waren Gefangene in Zellen weggeschoben, einfach nur um sie sterben zu lassen. Man hat ihnen nichts mehr zu essen gegeben. Und in diese Not hinein traten wir in dieses Gefängnis und wir gaben ihnen medizinische Hilfe, versorgten sie mit allem, was wir hatten. Aber dann verstand ich, Gott spricht mich an und sagt, Stefan, und was bist du bereit zu investieren in diese Menschen, und zwar von dir persönlich, nicht von den Medikamenten, die er mitgebracht hat. Was bist du bereit, von dir persönlich zu investieren? Ihnen wirklich zu dienen in Demut. Und dann ging ich in unsere Unterkunft und ich packte mein Gepäck aus und ich nahm alles, was ich hatte, außer die kurze Hose, das T-Shirt und Flipflops, die ich anhatte. Und ich nahm alles, was ich hatte und damit ging ich am nächsten Tag in dieses Gefängnis und ich verteilte meine kleidung an diese gefangene und ich segnete sie und ich nahm sie in den arm und ich liebte sie so gut ich konnte in diesem moment habe ich eine freude erlebt wie ich sie selten zuvor oder vielleicht noch nie zuvor erlebt habe denn dienen in demut macht froh so werden wir was gott längst ist einer der uns dient in der größten demut die es überhaupt gibt. So kam Jesus Christus. Und so dürfen wir in dieser Welt leben. Die Demo des Dienens. Ich möchte euch das mitgeben und wünsche euch von Herzen, dass ihr dieses Geheimnis entdeckt. Nicht im Stolz groß rauskommen, sondern dienen, wo es keiner sieht. Und das Geheimnis zu erleben, werden wir Gott und den Lohn beim Vater zu empfangen. Seid gesegnet und nehmt dies mit in diese Woche und erlebt, dass Christus durch euch durchkommt. Ich möchte noch für dich beten. Allmächtiger Gott und Vater, lehre uns dieses demütige Dienen mit einer Freude, die vom Himmel kommt, zu leben. Da, wo wir stehen, in dieser Woche. Am Arbeitsplatz in der Nachbarschaft, wo Menschen uns begegnen, ihnen einfach dienen, indem wir investieren in ihr Leben, aus der Liebe des Himmels, ohne dass es jemand sieht, in der Demut, die du gebracht hast. So gib du deinen Segen auf dieses Leben. Amen.